Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Ich war wieder im Keller, habe wieder rumgewühlt und hatte die Schneiderbürste ja noch oben von den beiden Filmchen über das Sturmgepäck und dem Magazintaschen mit dem Tragegurt zum Gewehr G1. Und dann dachte ich, Mensch, ich hatte gerade in der Hand die ganzen verschiedenen Ausführungen des Koppeltragesystems 90, des sogenannten KTS 90. Es wurde ursprünglich mal ab 1983 angefangen zu testen. Ab 87 gab es die Ausrüstungen in Oliv. 88 war ungefähr so diese endgültige Form gefunden. Es wurde als KTS 90 eingeführt zur Flecktarnuniform und ja, wurde getragen in Oliv bis ungefähr 93. Und dann kamen die Flecktarntaschen dazu. Getragen wurde das KTS 90, Koppeltragesystem 90, ungefähr bis Anfang der 2000er. Und noch heute gibt es Einheiten, die haben das Zeug. Also wenn man überlegt, ne, ist jetzt ja, 30 Jahre her, das alte Koppelgestell aus den 50ern, Ende 50er wurde bis Ende der 1990er Jahre getragen. Ne? Mal gucken, ob das KTS 90 es auch so auf 40, 50 Jahre schafft. Warum nicht? Es war so schlecht nicht, wie viele immer sagen. Wir gucken uns einmal in verschiedenen Filmen die verschiedenen Ausrüstungen an. Ne? Wir beginnen jetzt mit einem Standard G3-Schützen. Wir kommen dann zum Zugführer, MG-Schützen, Maschinenpistolenschützen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es ist interessant. Vielleicht lernt man ein bisschen was. Wäre schön. Wir gucken es uns einfach an. Wir beginnen einfach mal mit den grundlegenden Teilen. Und zwar fangen wir an hier mit dem Hüftgurt, nennt sich das gute Stück. Das ist eine Kunststoffschließe. Kann man sehr leicht auch mit Handschuhen öffnen und schließen. Ist relativ haltbar. Wir hatten es damals so, dass bei ganz großer Kälte die Schnallen noch mal gebrochen sind. Ne? Dieser Teil hier vorne war die Größenverstellung. Und das Koppeltragesystem an sich bestand aus dem Hüftgurt hier mit den Ösen, um Ausrüstung anzubringen. Diese Haken hier, die wir hier sehen, die ähneln einem kanadischen System, was davor schon eingeführt wurde. So, zack. Der normale Soldat hatte zwei Magazintaschen. In jeder Tasche waren zwei G3-Magazine. Ja, passte auch eigentlich nichts anderes rein, aber die waren ganz gut. Zweite Teil war der Schultergurt. Hier mit einer Halterung für Ausrüstung, zum Beispiel Funkgerätetaschen, Taschenlampenhalter. Bei den frühen Modellen gab es hier noch einen Brustkorb quer rüber. Das hier ist also das spätere Modell. Hier wurde nachträglich angeführt, ein etwas Flauschband, um Dienstgradabzeichen zu befestigen. So, von hinten sehen wir hier die Spatentasche. Eigentlich war diese Spatentasche für den Klappspaten, und zwar den Faltklappspaten. Wie bei mir in der Einheit war, es gab meistens nicht genug Faltklappspaten, deshalb hatte man die so geändert, unten ein sauberes Loch reingeschnitten, um den Einholzstielspaten zu benutzen. Das ist meine alte Tasche, die ich hatte, bis ich den Flecktarn bekommen habe. Also das wurde von der Standortverwaltung so einfach ausgeschnitten, dass man die anderen Spaten nutzen konnte. Als Taschen haben wir hier die Feldflaschentasche. Dort drin war tatsächlich eine komplette Feldflasche. Ich hatte zum Beispiel auch noch immer ein Lappen da drin und das Essbesteck hatte ich da drin. Wir haben hier die Mehrzwecktasche.
ersetzte ungefähr die kleine Kampftasche von früher. Darin wurden zum Beispiel Waffenreinigungsgerät, Ersatzsocken, Essgeschirr und so getragen. Ganz praktisch die Tasche. Und die sehr unbeliebte ABC-Schutzmaskentasche. Unbeliebt, weil das Klett immer aufging und sehr viel Dreck reinkam. Das war also wirklich schlecht. Die wurde später auch nicht mehr ausgegeben. Da gab es dann die normale Gummitasche zum Umklappen wieder. Kurz zur Jacke hier. Das ist eine Truppenversuchsjacke von 1989. So, das war jetzt so, dass die Koppelausrüstung für einen normalen G3-Schützen. Ja, der G3-Schütze, das war so der Standardausrüstung, was jeder eigentlich bekommen hatte. Wir kommen jetzt einmal zu einem Koppelsatz, wie er zum Beispiel von Zugführern getragen wurde. Sind ein paar andere Sachen bei. Die Grundsachen, Hüftgurt, Schultergurt, Feldflaschentasche, ABC-Schutzmaskentasche und die Mehrzwecktasche, die sind gleich. Wir kommen mal zu den Unterschieden. Ja, die Unterschiede sind in diesem Fall eine Kartentasche in Oliv. Inhalt sind Meldeblöcke, Stifte, Lineal und so weiter. Wir haben die P1-Tasche. In diesem Falle halt die P1 mit einem Ersatzmagazin. Die P8-Tasche sah anders aus, natürlich. Wir haben hier die Tasche für die Taschenlampe. Und hier haben wir die Brusttasche für das SEM-52S. Wenn man das trug, dann zog das ganz schön runter immer. Also das war wirklich unbequem zu tragen. Die Rückseite war halt genau wie bei den anderen. Ne? Feldflaschentasche, Mehrzwecktasche, Gasmaskentasche. Ich habe jetzt hier nicht dran zum Beispiel die Spatentasche. Zusätzlich haben wir hier noch die Signalpistolentasche. Da war die SIGPI drin und einige unterschiedliche Patronen. Die Patronen sind alle leer und die Magazine alle entschärft. Nur für die, die es wissen wollen. Ja, das war mal so eine kleine Übersicht, was es für Taschen gab. Es gab noch zig andere, die werde ich alle nacheinander nach vorstellen. Zielfernrohr, Taschen, die Taschen für den MG-Schützen, Uzi-Magazintaschen und den ganzen Kram. Kommen wir alles nach und nach zu. Und wenn wir das alles gezeigt haben, kommen dann auch nochmal die älteren Koppeltragehilfen, Koppeltrageställe mit den kompletten Sätzen. Viel zu tun, aber boah, so habe ich alles mal wieder in der Hand, kann es von links nach rechts räumen und weiß, was mir noch alles fehlt. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Informationen gebracht. Viele werden das Zeug sicher noch kennen aus ihrer Dienstzeit. Ich bin angefangen mit dem alten 1959er Koppelgerödel, habe das dann in Oliv gekriegt, dann in Flecktarn gekriegt und bis ich gegangen bin von der Bundeswehr nach 12 Jahren, hatte ich leider keine komplette Weste mehr. Ich hatte zwar die Schülerschutzweste und die Bristol-Weste, die neuen Westen aber leider nicht. Passiert. So, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend. Fit bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.